Der CEO Talk wird euch präsentiert von Swiss Life, eurer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Und von der Schweizer Börse. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben. Herzlich willkommen beim CEO Talk. Schön, sind Sie dabei. Er ist Vollblutunternehmer und ein Firmenpatron, wie man ihn nur noch selten trifft. Peter Spuhler, Chef vom an der Schweizer Börse gehandelten Zughersteller Stadler Rail. Mit einem Kredit hat er 1989 das damalige KMU Stadler Fahrzeuge AG übernommen und in den letzten 30 Jahren zu einem international tätigen Schienenfahrzeugkonzern entwickelt, der sich erfolgreich gegen ausländische Giganten wie Alstom, Bombardier, Siemens oder den chinesischen CRRC behauptet. Die Produktionspalette von Stadler Rail umfasst Hochgeschwindigkeits- und moderne Intercity-Züge, aber auch Regio S- und U-Bahnen und Trams. Produziert werden auch Strecken- und Rangierlokomotiven und Reisezugwagen. Weltweit führend ist das Unternehmen außerdem als Hersteller von Zahnradbahnfahrzeugen und es bietet Eisenbahnbetreiber auf der ganzen Welt auch Servicedienstleistungen an. 2019 ist Stadler Rail an die Schweizer Börse 6 gekommen, was Peter Spuhler in einem Schlag zum Milliardär gemacht hat. Auch heute hält er weiter rund 40% der Stadler Rail-Aktien. Und heute Abend ist ein Gast bei mir hier im CEO Talk. Die SBB hat gerade 60 Doppelstöck-Züge bei ihnen für 1,3 Milliarden Franken bestellt. Allerdings hat die Corona-Krise bei ihnen doch auch heftige Spuren hinterlassen. Kommt jetzt 2021 Stadler Rail wieder mächtig in Fahrt? Ja gut, der Auftrag hat uns natürlich sehr gefreut. Den Zug haben wir über 300 Mal in, glaube 13 Ländern schon verkaufen. Die SBB hat 94 bereits im Einsatz, sind sehr zufrieden mit der Leistungsfähigkeit und der Zuverlässigkeit. Und so eine Bestellung hilft natürlich auch in schwierigen Corona-Zeiten sehr. Jetzt allerdings wegen der Corona-Krise fahren viel weniger Züge und Tram. Führt das dazu, dass eben weniger Züge bestellt werden und sie weniger Umsatz machen? Nein, also bis jetzt haben wir Gott sei Dank nicht den Nachfrageeinbruch gehabt, wie das in anderen Branchen gang und gäbe ist. Aber wir haben natürlich auch unser Fett abbekommen. Wir spüren es vor allem bei den Lieferketten, Unterbrüche, auch Länder, die praktisch geschlossen sind. Wir können nicht an Züge, unsere Kunden können nicht an Züge für die Abnahme. Das gibt natürlich Verzögerungen, das gibt Probleme. Bei der Schlussrechnung stellen. Keine Schlussrechnung heisst kein Cash-in. Also wir sind in dieser Beziehung getroffen worden, aber bis jetzt, sagen wir einmal, dass Aufträge zurückgezogen worden sind oder Ausschreibungen gecancelt worden sind, da haben wir bis jetzt immer mit einem blauen Auge davon gekommen. Stadler Rail ist eine Erfolgsgeschichte seit dem Börsengang. Vor 2 Jahren müssen Sie sich allerdings immer wieder auch ein bisschen Kritik anhören. Trotz der Börse notiert Stadler Rail Aktien nur gerade rund 6% höher als damals beim Börsengang. Würden Sie trotzdem noch an die Schweizer Börse gehen? Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, die 2 Jahre sind natürlich schwierige Jahre gewesen, wegen Corona, wegen Einbrüchen, wenn man andere Industrieunternehmen sieht, die massiv an Wert verloren haben. Ich glaube, sind wir jetzt mit unserer Firma einigermaßen über die Runde gekommen. Und ich glaube, der Börsengang ist der richtige Schritt gewesen. Ja, ich würde es wieder gehen. Was versprechen Sie denn den Aktionären, die eben damals ihre Aktien gepostet haben, nach der Dividendenkürzung, die sie haben müssen machen, bei der hoffentlich bald wieder eine Dividendensteigerung? Ja gut, wir haben keine Dividendenkürzung. Wir haben immer gesagt, wir dürfen 50-60% vom erarbeiteten Gewinn ausschütten. Das haben wir gemacht. Wir haben im ersten Jahr nicht eine Prozentzahl rausgegeben, sondern halt einen absoluten Betrag. Da haben wir uns auch dran gehalten. Also ich glaube, man kann da nicht von einer Dividendenkürzung reden. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Corona-Krise und mit uns auch der öffentliche Verkehr gut überstehen und dass es gleich wieder aufwärts geht und halt der ÖV den Platz wieder einnehmen kann, den er bis anhin hatte.
Nach mehreren Gewinnwarnungen haben sie im letzten Jahr den CEO abgesetzt und sind selber wieder in die Hose gegangen, haben selber die Funktion als CEO übernommen. Das ist interessant, wenn man die Aktien ein bisschen anschaut, hat sie in dem Jahr, wo es eigentlich klar war, dass sie noch ein bisschen CEO bleiben, ist die Aktie wieder kräftig gestiegen. Das heisst, offenbar, die Aktionäre haben ganz klar Vertrauen in sie und sie hoffen darauf, die Anleger hoffen darauf, dass sie vielleicht eben doch noch ein bisschen länger CEO bei Stadler Rail bleiben. Also konkret, Peter Spuhler, bleiben sie noch ein länger. CEO von Stadler Rail. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt eine gute Lösung suchen für beim zweiten Versuch für die Nachfolgeregelung. Da sind wir dran, aber wie lange das geht, dass ich will jetzt da keine Prognose wagen. Auch Kündigungsfristen, Corona und so weiter, das spielt natürlich auch drin. Aber also lassen Sie sich überraschen. Also Sie bleiben noch ein bisschen? Ja, also, sicher, ich trete nicht morgen wieder ab, aber das ist sicher auch absehbar. Gut, jetzt eben, sind Sie CEO auf der einen Seite, aber Sie sind auch noch VR-Präsident von Stadler Rail. Das heisst, Sie kontrollieren sich auch noch gerade selber. Was sagen Sie denn den Leuten, die Sie jetzt wegen dem kritisieren, wegen dem Doppelmandat an der Spitze kritisieren? Ja gut, das ist natürlich heute so gang und gäbe, dass das Doppelmandat nicht mehr akzeptiert wird oder viel weniger akzeptiert wird. Aber wenn Sie 42% vom Aktien, von den Aktien kontrollieren, dann sind Sie sicher derjenige, der das grösste Interesse hat, dass die Firma gut kontrolliert wird und dass Mehrwert geschaffen werden, dass man Dividenden ausschütten kann. Also ich glaube, das ist Garant genug und ich verstehe die Kritik teilweise überhaupt nicht. Warum? Ja, ich glaube, wir wollen ja, dass der VR und auch die Konzernleitung das Bestmögliche macht für die Aktionäre. Und ich glaube, der grösste Garant ist wirklich derjenige, der halt 42% von dieser Firma kontrolliert. Also der macht sicher nicht oder baut irgendeinen Mist, dass der Aktienkurs das Loch abgeht oder irgendwelche andere Abenteuer geht er sicher nicht ein. Und darum glaube ich, ist das der grösste und beste Garant dafür. Also, oder Peter Spuhler, die Firma Stadler vor 32 Jahren übernommen hat, haben 18 Mitarbeiter im Unternehmen gearbeitet. Heute hat Stadler Rail über 12'000 Mitarbeitende. Der grösste Teil davon arbeitet allerdings nicht am Hauptsitz im Kanton Thurgau, sondern im Ausland. Das Unternehmen hat sowohl in Europa als auch in den USA, in Asien, Afrika und Australien eigene Betriebs- und Produktionsstätten. Eine wichtige Rolle spielt für den Zughersteller aus dem Kanton Thurgau auch die Präsenz in Russland, Weißrussland, Aserbaidschan und Georgien. Auch ein Projekt in Kasachstan ist momentan in der Ausschreibungsphase. Peter Spuhler, im Weißrussland hat Stadler Rail eigene Werke, hat auch wichtige Aufträge. Jetzt, welche Konsequenzen ziehen Sie aus dem Protest gegen den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko? Ja gut, das ist sicher eine Geschichte, die nicht gross Freude macht. Also wenn man Schweizer Bürger ist und an demokratische Grundregeln glaubt und die auch lebt, dann sind natürlich einige Vorkommnisse nicht das, was man gerne sieht. Aber schauen Sie China an, schauen Sie teilweise USA, was da teilweise abgegangen ist. Ich glaube, wir als Unternehmer, wir müssen uns da politisch zurückhalten. Wir können helfen, einen demokratischen Prozess in Gang zu setzen, indem dass wir halt Arbeitsplätze schaffen, indem dass wir Mitarbeiter in der Schweiz ausbilden und so unseren Beitrag zu einer Wertschöpfung und sagen wir, zu einer Verzahnung mit westlichen Werten führen kann. Aber dass wir jetzt da politisch auftreten, was teilweise von mir gefordert wird, oder sogar, dass wir Sanktionen fordern oder aussprechen, da haben wir supranationale Organisationen. Wir haben den EU, wir haben eine OECD, wir haben den UNO. Ich glaube, der Bereich müssen die abdecken. Und wenn die Sanktionen ausgesprochen werden, tun wir uns selbstverständlich daran halten, das ist so klar. Aber jetzt stehen Sie genauso in Ländern wie Weißrussland, aber Sie haben vorhin auch China angesprochen. Da steht man als Unternehmen natürlich immer ein Dilemma, einerseits zwischen ökonomischen, andererseits zwischen ethischen Aspekten. Wo setzen Sie jetzt auch als Unternehmer bewusst auch Grenzen und sagen Sie, okay, da werde ich jetzt vorsichtig? Ja gut, ich glaube, es ist das, was ich vorher gesagt habe. Also, wir haben immer wieder in kritischen Ländern können Aufträge abwickeln. Da gibt es Südamerika, es gibt China, es gibt halt ehemalige Sowjetunion-Staaten, wo interessante Staaten sind für unsere Branche. Wir liefern ja fürs Volk einen Zug, also weder Waffen noch sonst irgendetwas.
Und darum glaube ich, ist es richtig, dass wir uns an die Sanktionen halten, die halt eine UNO oder eine EU aussprechen. Im Moment gibt es ja praktisch keine Sanktionen. Und darum glaube ich, ist es auch nicht opportun, wenn wir uns Unternehmer da irgendwie vor den Karren spannen lassen und am Schluss anstehen und irgendwie nach Sanktionen schreien. Eine Einstieg prüfen Sie ja als Unternehmer mit Stadler Rail auch in der Ukraine. Wie weit sind Sie mit dem Vorhaben? Ja gut, es sind erste Gespräche stattgefunden. Wir sind eingeladen worden vom jetzigen ukrainischen Präsidenten. Er hat sehr grosses Interesse an unserer Bahntechnologie. Wir sind jetzt 2-3 Mal dort gewesen. Wir werden demnächst wieder gehen. Da gibt es jetzt 3-4 Projekte für die Entwicklung von Kiew, aber auch für Züge zwischen den einzelnen Grossstädten. Und selbstverständlich, wenn wir dort liefern können, würden wir das sehr gerne tun. Ausstehend ist auch ein Grossauftrag aus Kasachstan. Wie sind da die Chancen, dass Sie da punkten und wirklich den Auftrag heimnehmen können? Ja gut, Kasachstan ist auch ein schwieriger Markt, ein riesiger Markt. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Kasachstan etwa 80 Mal so gross wie die Schweiz, hat aber nur 2-mal so viele Einwohner. Sehr lange Distanzen, sehr bahnaffin. Also die Zentren werden über Nacht mit Schlafwagenzügen bedient. Und da gibt es Projekte für moderne Schlafwagen mit sehr hohen Ansprüchen. Also im Winter muss man bis minus 50 Grad, im Sommer ist es bis plus 40 Grad. Also das sind wirklich sehr hohe Ansprüche. Und das reizt einem natürlich, einige Aufträge können abzuwickeln, wo wir auch schon für Aserbaidschan und Georgien Schlafwagen bauen haben, die dort im Einsatz sind. Mit einem Werk tun Sie auch in Indonesien Fuß fassen, also damit in Asien, in Südostasien. Was für ein Potenzial sehen Sie für Ihr Unternehmen in Asien? Ja gut, wir sind ja sehr fokussiert auf Europa. Und wir haben dann gesehen, der Euro-Krise und auch da in der EU-Schuldenkrise, dass wir einfach geografisch ein bisschen ausgewogener sein müssen. Das war auch ein Grund, dass wir dann Richtung Osten in die ehemaligen Sowjetunionstaaten marschiert sind und versucht haben, Fuß zu fassen. Ein bisschen ähnlichen Prozess haben wir in Südostasien gemacht. Wir haben einige Mal versucht, aus der Schweiz aus Aufträge zu gewinnen, also internationale Ausschreibungen. Wir sind jedes Mal mit einer blutigen Nase heimgekommen. Das funktioniert nicht. Aus Zeitabständen sind zu gross, die Kosten sind zu hoch aus der Schweiz raus. Und wir haben dann gesagt, wir brauchen eine Basis in diesem Raum. Wir haben dann lange versucht, in Indien Fuß zu fassen, weil die klare Vorgabe war, es muss ein grosser Heimmarkt sein und die Kostenstruktur unter den Chinesen, dass wir Chancen haben. Wir haben 10 Jahre versucht, in Indien reinzukommen, ist nicht gegangen. Und plötzlich kommen die Indonesier und sagen, die Regierung baut ein neues Werk, sie suchen einen westeuropäischen Partner. Und da haben wir wirklich einen Lucky Punch gehabt. Das Werk steht. Es ist einfach eine Bedingung noch nicht erfüllt. Wir brauchen den ersten grossen Auftrag, damit es sich lohnt, Mitarbeiter auszubilden und auch den Technologietransfer zu machen. Das kostet natürlich Geld und Zeit und ohne Auftrag nützt Ihnen das schönste Werk nicht. Positiv ist sicher jetzt auch das Freihandelsabkommen, das wir mit Indonesien haben. Das wichtig hilft für Sie auch. Ist natürlich auch die ganze Währungsentwicklung. Jetzt hat sich der Franken ein bisschen abgeschwächt gegenüber dem Euro und dem Dollar. Gibt das jetzt Stadler Rail in der schwierigen Zeit auch ein bisschen Unterstützung? Ja gut, wir haben sicher sehr gelitten unter diesen zwei wie sagt man, Währungsverwerfungen. Also Ende 11 und dann 15.01.15, wo der Franken von 1,50, 1,60 praktisch auf 1 Euro, 1 Franken abgestürzt ist. Wir haben über 4'000 Mitarbeiter in der Schweiz. Etwa 2/3 der Produktionsleistung Schweiz geht in Export. Und da sind wir natürlich jetzt schon glücklich, dass es wenigstens ein bisschen Entspannung gibt. Wir haben die höchsten Lohnkosten in Europa und dazu noch den Negativbonus, wo man sagen kann, der Franken ist halt immer noch 10-15% überbewertet. Und das gibt natürlich einfach ein Problem. Also sie startet im Prinzip immer mit einem Rückstand in 100 Meter Finallauf und das macht eigentlich keinen Spass. Und darum hoffen wir, es gäbe noch ein bisschen mehr Entspannung. Eine wichtige Rolle spielt der Peter Spuhler nicht nur bei Stadler Rail. Über seine Beteiligungsfirma PCS Holding ist er auch bei anderen Börsenfirmen und bei privat gehaltenen Unternehmen im grossen Stil beteiligt.
Dazu gehört die Beteiligung an der Winterthurer Spinnereimaschinenherstellerin Rieter und dem Autozulieferer Autoneum, aber auch an der Landwirtschafts- und Strassenreinigungsfahrzeugfirma Abby Schmidt Group, die als möglicher Kandidat für einen Gang an die Schweizer Börse gilt. Erst vor kurzem hat sich der Peter Spuhler aus dem Verwaltungsrat von der Autoneum zurückgezogen, damit er sich auf seine Führungsaufgaben bei Stadlerail konzentrieren kann. Rieter würde sie eigentlich dringend brauchen, ist tief in der roten Zahlen. Allerdings, die Aktie hat jetzt wieder angezogen. Kommt Rieter im laufenden Jahr wieder in die schwarze Zahlen? Gut, ich glaube, Rieter war immer eine Herausforderung, weil es ist sehr, sehr antizyklisch. Also es geht auf und ab, auf und ab. Das ist halt im Textilmaschinenbau so. Wir haben jetzt zwei, drei Härtejahre gehabt, wenn natürlich in China einfach jede zweite Spinnerei geschlossen wird, auch unter anderem wegen Covid, wegen Überbestand vom Garn. Dann kauft dann niemand eine Maschine oder braucht halt kein Ersatzteil. Und jetzt zieht es an. Wir haben jetzt die letzten Monate gute Auftragseingänge gehabt. Und ich glaube, wie es abgegangen ist, geht es jetzt wieder zurück. Und es macht auch grosse Freude, die Herausforderung. Ich bin jetzt seit 08 im Verwaltungsrat und der grösste Aktionär mit über 20%. Und die Herausforderungen zu prestieren, weil bei Stadler haben wir genau das andere. Wir sind eigentlich Spatzykler und sehr lange Kurven. Und bei Rieter geht es auf und ab. Und das können sie managen, die schnellen Brüche, wenn es dann wirklich keine Bestellungen mehr gibt oder wenn es dann wieder kehrt und sehr schnell schauen, das ist sehr anspruchsvoll. Haben Sie jetzt gerade wieder Aktien bei Rieter gekauft? Nein, im Moment nicht, nein. Was planen Sie bei Autoneum? Da sind Sie auch im grossen Stil dabei. Was erhoffen Sie sich insbesondere von der Zusammenarbeit mit dem Elektroautobauer Tesla? Da ist ja auch ein bisschen Fantasie in die Aktien gekommen. Ja gut, Autoneum ist stark getroffen worden von der Covid-Krise. Also wenn die Automobilindustrie hat ihre Werke geschlossen, dann brauchen sie auch keine Komponenten von Autoneum. Und Autoneum haben wir, ich glaube, den Turnaround gut angebracht. Also die jetzigen Zahlen zeigen ganz klar nach oben. Und von dem her siehst du natürlich zusätzlich den Tesla einen schönen Lucky Punch mehr, oder? Geht ein bisschen Fantasie. Aber noch nicht an der Börse ist der Fahrzeugbauer Abby Schmidt. Kommt er bald an die Börse gehen? Ja gut, das will ich nicht ausschliessen, aber Abby ist, ich sage jetzt mal, von der Struktur her, wir sind jetzt irgendwo knapp bei 500 Millionen Umsatz. Die Rendite ist gut, also immer besser. Der Baron Freitag macht da sehr einen guten Job. Und ob dann das einmal ein Börsenkandidat wird, das will ich nicht ausschliessen, aber auch nicht bestätigen. Als ehemaliger SVP-Nationalrat und Unternehmer engagieren Sie sich stark für den Werkplatz Schweiz. Warum kämpfen Sie gegen das Rahmenabkommen mit der EU? Ja gut, im Grundsatz bin ich immer einer gewesen, der auch Gegenpartei für den bilateralen Weg war. Das bin ich heute noch. Ich glaube, das ist der Königsweg, wenn wir einen EU-Beitritt langfristig verhindern wollen. Beim Rahmenabkommen ist einfach inhaltlich jetzt zwei, drei Figuren, wo ich nicht dazu stehen. Vor allem auch die Rechtsprechung, die Schiedsgerichtsklauseln, wo am Schluss einfach uns von der EU unter Druck halt irgendetwas aufs Auge gedruckt wird. Und solange wir diese Punkte haben, und ich bin jetzt nicht einmal der Meinung, dass wir beim Lohnschutz oder auch bei den staatlichen Beihilfen, dass das die grossen Probleme sind, sondern dass die EU über die Schiedsgerichtsklauseln im Prinzip einfach immer wieder kann uns beisacken kann. Wir haben es bei der Börsenäquivalenz erlebt. Und man kann dann schon sagen, ja, man kann Nein sagen, aber dann kommen adäquate Gegenmaßnahmen. Was heisst denn das? Also, das erleben wir. Und ich glaube, wenn wir die Unabhängigkeit hochhalten wollen, dann müssen wir jetzt zu dem Rahmenabkommen Nein sagen und versuchen, eine bessere Lösung zu finden, dass wir beim Gesetzesnachvollzug irgendwann mal eine Regel brauchen. Ich glaube, das ist allen klar. Aber inhaltlich kann man dem Rahmenabkommen auch als Befürworter vom bilateralen Weg nicht zustimmen. Also wir sehen, die Politik ist weiter die Leidenschaft von Peter Spuhler. Immer wieder werden Sie auch als Bundesratskandidat genannt. Ist das nur ein Traum von Ihnen, wenn Sie dann bei Stadler Rail wieder auf Erfolgskurs sind? Also es war nie ein Traum und ich werde nie Bundesrat werden. Ich habe immer konsequent Nein gesagt. Wenn man Unternehmer ist, dann bleibt man Unternehmer. Und das ist wirklich
Gut. Also, wir nehmen den dann beim Wort. Genau. Zum Schluss noch 7 Fragen zum Checkout an Peter Spuhler. Sie sind 20 Jahre Eishockey-Spieler gsi. Hilft Ihnen das auch in der Wirtschaft, weil es da manchmal auch Ellbogen braucht, um sich durchzusetzen? Ja, ich glaube schon. Also, wenn der Gegner unfair spielt, dann nimmt man halt den Stock oder den Ellbogen im sprichwörtlichen Sinn ein bisschen höher und versucht, entsprechend sich Respekt zu verschaffen. Mit dem Eishockey verbunden sind Sie weiter als Vizepräsident vom ZSC. Was dürfen vom ZSC erwarten? Ja, ich hoffe den Meistertitel. Was hat Ihnen Ihre Militärerfahrung als Gebirgsgrenadier für die berufliche Karriere gebracht? Ja, ich glaube, das ist wie im Eishockey. Es ist ein Teamsport. Einen allein schafft nichts. Und man lässt keinen zurück. Man hilft einander, kämpft als Team. Und ich glaube, das hat mich führungsmässig sehr geprägt. Was halten Sie vom CO2-Gesetz, das zur Abstimmung kommt? Ja, ich glaube, wir können uns gegen den grünen Trend nicht auf alle Ewigkeiten wehren. Man muss als Unternehmer auch die Chancen sehen, wo das bringen kann und das halt im positiven Sinn umsetzen. Vom neuen künftigen CEO von Stadler Rail erwarte ich? Ja, dass er einen guten Job macht und die Firma gut weiterentwickelt. Ihr Vater war Koch. Stehen Sie manchmal auch selber am Kochherd? Ja, immer wieder. Also ich koche gern, nicht sehr gut, aber gern. Ihre Frau, Daniela Spuhler, ist ebenfalls Unternehmerin und Inhaberin von einer Baufirma. Was macht sie besser? Ja, also ich bin sehr stolz auf meine Frau und sie macht das sehr gut. Was sie besser macht, müssen Sie Kunden fragen. Ich denke, die Bauten, die sie macht, die sind hervorragend von der Qualität her. Und sie hat sogar 2 Baufirmen, Borizzi und Esslinger. Danke vielmals für das Gespräch. Peter Spuhler. Da ist der Unternehmer Peter Spuhler, Konzernchef vom Fahrerpräsident vom Zughersteller Stadler Rail, hier bei uns im CEO Talk. Das nächste Mal reden wir ebenfalls mit einem bekannten Unternehmer. Gast bei mir im CEO Talk ist der Schorsch Kern, CEO und Mitbesitzer vom Luxusuhrenhersteller Breitling. Mit dem reden wir über Luxus als Motor der Wirtschaft und Gesellschaftsphänomen. Chancen von der Schweizer Markenuhren im Zeitalter von der digitalen Apple Watch und seine persönlichen Ambitionen als Filmemacher und Politiker. Schauen Sie ihnen, es lohnt sich. Der CEO Talk ist euch präsentiert worden von Swiss Life, eurer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Und von der Schweizer Börse. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben.